Und mit der Nightfrown zur zweiten Map heiße ich euch herzlich willkommen zurück hier bei 99 Damage. Es geht weiter zwischen Planet Key Dynamics und dem TSV 1895 Oftersheim. Was haben wir eben bitte für eine Partie gesehen? Oftersheim wirft Train wirklich einfach weg in den Mülleimer und sagt, hier könnt ihr haben. Planet Key Dynamics, sie sagen danke, die Punkte oder diesen Map-Win, den nehmen wir mit. Jetzt hat Planet Key wieder die Seitenwahl, die bleiben auf der CT-Seite auf ihrem Map-Pick auf Overpass stehen und sind auch direkt ready. Ich denke, Oftersheim wird noch kurz besprechen, wie es denn aussieht mit der Pistol Round auf der T-Seite, was sie da als erstes spielen wollen. Overpass an sich natürlich schöne Map. Sehr offen, bietet sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die Partie anzugehen, die Runde anzugehen und dementsprechend kann es auch ein sehr schön anzusehendes Spiel werden. Aber wir starten jetzt PKD gegen Oftersheim. Ihr gebt noch mal ein bisschen Gas im Chat und ich gebe Gas im Cast, wie immer, ne? Und Planet Key, die spielen erstmal ein 4-Mann-B-Stack, während Oftersheim sich komplett Richtung Underground orientiert. Es kann immer noch Richtung B gehen. Da ist auch direkt der Sandsäcke-Tower gespielt worden, aber ZNX, ich denke, hat die Steps gehört, die Flash in die Mitte. Erster Treffer war dabei. Und ich sehe gerade, dass die Anzeige fehlt. Die habt ihr jetzt natürlich wiederbekommen. So, und da haben wir einen kleinen Hit gegen Simply gehabt. Aber sehr gut zurückgezogen von ZNX, die Steps richtig erkannt. An B ist man dann auch nach vorne und Trader hat dann eine wirklich gute Position. Bekommt jetzt auch mit, dass da was Richtung B läuft. Klickt den ersten da schon weg und Pashorty kommt da von der Headshot-Schräge mit rein. Unterstützung ist da, Pashorty mit zwei. Trader und Mika helfen da nochmal aus. 1:0 für Planet Key Dynamics. Das ohne Probleme. Man hat sehr schön gesehen, wie sie eben drauf reagieren. Die Steps hier unten gehört worden. In dem Moment geht an B jemand nach vorne. Wählt einen sehr guten Winkel. Der A-Spieler zieht sich zurück und in dem Moment hat Oftersheim aus der Aktion, dass sie schnell in den Underground reingegangen sind, keinen Profit in Form eines Kills schlagen können. Entscheiden sich am Ende dann nochmal aus dem Underground zu explodieren und genau darauf ist man eben mit der offensiven B-Position bestens vorbereitet. Hier noch die Support-Flash, falls es jetzt gegen die Eco ein schneller B-Go wird. In der Mitte allerdings gut gefightet hier von Trader, sogar ein dritter Kill gemacht. Am Ende 99 Damage kassiert und kein weiterer Gegner in der Nähe. Jetzt dürfen die B-Spieler natürlich nicht übertrieben hart reingehen, sondern jetzt schauen, dass man die Runde auch noch flawless runter spielen kann. Und da muss man in so einer Runde auch nicht die Bombe verteidigen. Leichter Frag für Maxe. Und Last Man Standing ist Simply. Ah, da wäre fast ein zweiter Kill drin gewesen, aber ZNX hat die Waffe schnell genug in der Hand und wir haben eine flawless Anti-Eco-Round für PKD. Heißt im Umkehrschluss natürlich, dass jetzt auch die Full Eco bei Oftersheim kommen muss. Dev Alter nimmt sich dann noch eine Deagle mit. Und geht mit seinen Mates Richtung Mitte. Ja, Move geht in den Underground. Da folgt ihm noch jemand. Dev Alter ist tatsächlich in die Mitte gegangen. Ein paar Shorty hier unten. Wartet noch auf den dritten. Schöner Schuss. Und da hält Trader ihm die Mitte auch noch frei. Figaro. Guter Hit, aber kein Kill eben. Und am Ende schießt der Falter auch noch daneben. Also 3:0 für Planet Key Dynamics. Die nächste Flawless Round auf ihr Konto. Also die Reserve, die da gerade drin ist, ist richtig, richtig gut. Aber die erste Waffenrunde von Oftersheim, die kommt jetzt natürlich. Und Move hat die AWP dabei. Wir gucken mal, wo er hingeht. Er geht Richtung B, wollte die Bombe eigentlich droppen. Hat es irgendwie auch geschafft. Keine Ahnung, wo die gerade hingefallen ist. Und dann der Blick unten rein. Aber Planet Key spielt erstmal B Rush Block. Molotov, Smoke und ich glaube sogar noch eine Nate hinterher. Ja, mit dem Rauch muss man dann ein bisschen aufpassen. Und da das Timing ganz gut, aber nur der Fuß hit. Und jetzt wollen sie doch noch durch. Nicht, dass die AWP da noch ein zweites Mal reinschießt. Warum Simply da nicht nach hinten schaut, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die Flash muss doch eigentlich gehört worden sein. Refrag gegen Maxe. Und in der Mitte nimmt Sahis erstmal bisschen Raum ein, weil natürlich auch sehr viel Firepower vor B angesagt ist. Also so schlecht ist die Situation für Oftersheim gerade gar nicht. Planet Key smoked jetzt sogar noch tief B ab und da kommt gerade der Plan von Oftersheim, wenn die jetzt wahrscheinlich mit dieser tiefen B-Smoke nach A rotieren werden, und ihr seht, dass das der Fall ist, da ziehen sich Mika und ZNX zurück. Ansonsten haben wir noch einen kleinen Tower hier oben. Gerade mal gucken, also ZNX, die machen hier hinten den Tower und ansonsten haben wir Trader, der hier oben
am Schild entlang schauen kann. Und da kommt dann gleich der B-Contact-Go. Also der Underground-Spieler wird die Tür wohl noch aufmachen müssen. Das ist ein Geräusch, das die Tower-Spieler hören werden. ZNX mit seinen 16 HP, da reicht auch der Anschuss von der Ape durch die Kante. Macht aber den ersten und sofort der Tower aufgelöst. Richtige Entscheidung. Denn der Refrake hätte da nicht lange auf sich warten lassen. Und auch eine gute Aktion mit dem Tower. ZNX mit 16 HP und mit dem zweiten, mit dem dritten. Wie viel Damage der hier gerade noch macht. Jetzt vielleicht ein bisschen übermütig da nach vorne zu gehen. Sahais mit 16 Sekunden. Hat jetzt hier drei Leute vor sich. Den ersten hat er geholt. Den zweiten auch. Beim dritten schießt er knapp vorbei. Das wäre der Low-HP-Spieler gewesen. Aber ZNX hier am Ende mit einem 4K. Und drei davon macht er mit 16 HP. Starke Aktion von ZNX. Und ein bisschen Glück, dass das am Ende kein 1 gegen 1 für Sahais wurde, weil der da wirklich eine richtig starke Aktion rausgehauen hat. Wenn er ein bisschen besser getroffen hätte, und ich weiß, dass sein Aiming so ein bisschen auch das Thema im Chat ist, hätte er das hier echt rumreißen können. So, Move. Schnell nach vorne. 4x CZ, P250 dabei, aber in der Ecke. Warte, Trader, und da gibt es auch noch Ablenkung aus dem Connector. Das ist der Refrake, da lässt man jetzt noch reinlaufen. Trader weiß genau, wenn hier noch mehr Leute an mir vorbeigehen, ich habe die beste Position, um viel Schaden zu machen. Aber klar, irgendwie hat er seinen Teammate auch verkauft. Und die Bombe liegt noch hinten in der Mitte. Und jetzt geht es natürlich nur um den Frack hier Richtung A lang. Und der fällt auch mit ein bisschen Nachhelfen. Musste das da geschehen, aber es funktioniert. Sie haben eine Überzahlsituation. Sahai zielt jetzt hier noch ab. Und Trader kriegt da irgendwie noch das Crosshair drauf. Während Figaro dann noch über lang hinterher zieht. Also irgendwie eine ganz komische Situation für Trader, aber ich denke, er hat das Beste draus gemacht. Währenddessen ist Max an B noch down gegangen. Mika geht da nochmal nach hinten. Schade, dass Simply da nicht einfach den Raum erstmal hält, sich einen Überblick verschafft, wo sich der nächste Gegner eventuell zeigt. Hat eigentlich eine gute Position vorne am CT-Eingang zu B gehabt. Und so ist es Figaro mit der M4 alleine gegen zwei. Machbare Runde, er hat sogar ein paar Granaten dabei. Er hat Kevlar, dementsprechend kein Aimpunch für ihn. Aber seine Gegner haben Helme. Und das bedeutet, er muss halt zweimal den Kopf treffen, damit es ein Kill ist. Ja, jetzt muss er erstmal sehr lange schnell laufen. Schleicht jetzt erstmal. Gut, das war riskant, dass er hier keinen Shoulder Peak Richtung Gabelstapler gemacht hat. Kurzer Check nach vorne. Auch das wäre ein Alibi-Check gewesen, aber ihm fehlt die Zeit. Und die Rotation kommt tatsächlich von vorne, aber rechnet nicht damit, dass da schon einer an der Bank steht. Er dachte eher, dass sie Doppel-B spielen und dann gemeinsam retaken. Aber sie haben es etwas anders gemacht. Sie haben an A Infos gesammelt, aus einem sehr defensiven Winkel. Und dann, wenn sie die Steps, den Bombenplant hören, dann einfach gemeinsam retaken und dadurch auch ein bisschen schneller eben rotieren können, eine bessere Ausgangslage für den Retake haben. Kann man so machen, aber wenn die Solo-Spieler an den einzelnen Spots dann down gehen, ist es am Ende natürlich ein 1 gegen 1, hat also ein gewisses Risiko. So, nächste Waffenrunde für Oftersheim. An sich eine gute Eco, die uns Oftersheim eben gezeigt hat, aber es müssen jetzt mal ein paar Runden her. Jetzt vor allem auch hier gegen die Doppel-AWP. Da dachten sie eigentlich, okay, AWP nach oben, ZNX geht jetzt hier nochmal rum. Trader da hochgesprungen und ein paar Shorty wieder offensiv. Also sie spielen das sehr einzeln in der Mitte Deckung. Da gerade der Spieler zu sehen gewesen, da auch die Füße zu sehen gewesen von Figaro im Underground. Leichter Schuss, aber Pashorty geht down, also es gibt ein One-for-One. Die Bombe noch in der Mitte und da geht ZNX gerade in den Underground rein. Sehr interessanter Move. Extrem gewagt, weil sie eigentlich null Kontrolle haben. Jetzt hat er dazu noch einen Step gemacht und auch wieder kein Backup vom Alang-Spiel. Also Trader ist da nicht irgendwie über die Toiletten dabei. Und ZNX geht gerade zurück und Dev, Alter. Hat er ihn eventuell gesehen? Das könnte ein sehr leichter Kill werden. Und ZNX ist gerade durch in Richtung Leiter. Jetzt bin ich gespannt, ob Defalter das überhaupt abzieht. Ja, er guckt nochmal nach hinten. Und da ist doch der Kill. Saubere Arbeit von ihm. Und ich denke, jetzt direkt das Umschaltspiel. Am Monstergang waren sie schon bereit. Hinten am Graffiti steht noch Mika. Aber die Bombe ist jetzt gleich gelegt. Offen für kurz. Und ein guter Winkel von Defalter. Die Position von Mika jetzt auch bekannt. Und die anderen Spieler, die kommen nicht mal von hinten. Da ist der Bank vorbereitet. Dadurch verrät der Falter sich natürlich. Aber er kriegt auch die Antwort. Da hat sich nochmal die M4A4 gemeldet. Move mit dem nächsten Kill. Und der Falter hört gar nicht mehr auf, rein zu sprayen. Auch wenn es da keinen Frag gibt. Hält er Maxe da auch gut unter Druck. Der kann in der Zeit nämlich nicht crossen. Nur mit der Kurzsmoke boosten sie sogar Simply obendrauf. Der fällt einfach durch die Smoke noch mit dem Kill. Und das wird Trader nicht mehr machen können. Simply nach vorne. Die Runde geht an 18:95 Oftersheim. Aber da waren sich die Planet Key Spiele auch zu sicher. Viel zu einzeln das Setup.
auf dem in der Mitte Anna Lang und da sind eben die Frags gegen Planet Key gefallen. Okay, Anna Lang jetzt nicht unbedingt, aber der Underground Move von ZNX war auch extrem gewagt. Also was bitte spielt er da? Du musst auf Overpass doch gar nicht so ein Risiko eingehen, um viel Kontrolle über die Map zu haben. Das war wirklich unnötig. So, und selbst wenn du die Mitte Kurzkontrolle verlierst, zieh dich Anna Lang zurück, bekomm das Backup über den Elevator. Und wenn dann jemand kommt, kannst du das mit einer ABP eigentlich noch ziemlich gut halten. Das ist also unnötig. Einfach nur unnötig, was ZNX da gespielt hat. So, Move. Na, der kommt hier gleich was zu sehen. Ja, boah, schön. Gar nicht lang korrigiert. Direkt drauf gewesen. Trader da geholt. Auch ein sehr ungewöhnlicher Winkel, den Trader da gewählt hat. Was mir nicht so gefällt, ist, dass sie die Bombe immer sehr lange hinten liegen lassen. Und dass der Refrag hier nicht gefallen ist. Eigentlich ein Muss für Dev, Alter, in der Situation. Und wer der Spieler soll denn jetzt bitte gerade nach hinten laufen und die Bombe holen? Da wird... Wer wird denn da jetzt abgestellt? Irgendeiner muss es ja machen. An Kurz geht Simply sogar ultra weit vor. Aber das wurde von ZNX erwartet, dass da einer durchschleichen kann. Richtig frech. Aber das gleiche in Grün für Ofters sein. Warum hier dieses Solo-Risiko an B eingehen? Und Planet Key damit eben die Runde schon fast auf dem Silbertablett servieren darf. Dafür ist die Runde zu wichtig, als dass Simply sich diesen Move wirklich hätte wagen dürfen. Jetzt spielen sie nochmal Contact-Monster-Gang. Müssen da Granaten einsetzen, weil da vorne Spieler waren. Natürlich frühe Informationen für Pashorty und für Maxe da zu rotieren. Da fehlt jetzt auch die Windows. Oh, boah, zwei Schüsse, zwei Headshots gegen Move. Die Bombe wird allerdings gelegt. Sahis will noch mitfighten und da kommt auch direkt die Kurzsmoke. Das könnte man auch von der Säule klären, aber Deathfighter geht instant down und Sahis gerefragt worden von Mika. Ja, und jetzt halt Waffen noch aufheben, Granaten mitnehmen, so viele AKs wie möglich. Jawohl, das machen sie auch. Und das ist dann die sechste Runde für PKD. Ja, beruht so ein bisschen darauf, dass Simply vorab verrät, dass es ein B-Go wird. Klar, am Ende ist es eine 2-2-Deckung, die man als Standard bezeichnen muss bei Planet Key. Aber die beiden B-Spieler waren ja auch schon darauf vorbereitet, ihren Teammates zu sagen, hey, es wird tatsächlich B, weil auch die Granaten reinfliegen. Also in dem Moment hätte ich jetzt nicht unbedingt einen Granaten-Go angesagt, sondern wirklich einen Contact-Go am Monstergang gespielt, was immer mit Risiko behaftet ist. Deswegen kann ich verstehen, dass sie die Granaten geworfen haben, aber es ist aus unserer Sicht auch leicht zu sagen, dass es ohne Granaten wahrscheinlich besser funktioniert hätte. So, Sahis hier nach vorne, eine, also ein paar Shorty steht hier wieder ganz alleine, kein Kill gemacht. Es sind diese Entries, die auf das Heim gerade sehr gut tun. Sie konnten auch nochmal nachkaufen, obwohl sie die Folgerunde nicht geholt haben. Jetzt auch hier der Frag von Sahis allerdings auch beantwortet worden von Mika, der hat nämlich Simply geholt. Und mal gucken, ob Planet Key gegen den Alang-Go von Oftersheim steht. Die checken jetzt natürlich erstmal wieder. Haben auch eine Deep Smoke, die sie da gleich Richtung Alang werfen. Figaro mit dem nächsten Entry in den Toiletten. Auch da wieder ein sehr einzelnes Spiel von ZNX. Null supported worden von seinen Teammates an B. Aber vielleicht ist das auch der Köder. Der Step da unten auch von Figaro gehört worden. Gleich der Molotov dann in die Bank. Da muss Maxe nach vorne, aber Trader mit dem Kill. Max hat Deathalter bekommen. Und das war Figaro. Und kurz der Down. Das heißt, der letzte Druck, der kommt, wird überall lang sein. Da versuchen sie es nochmal mit einem Tower an der Smoke. Die, oder haben sie einen Run-Boost gemacht? Einer durch, aber Move hier muss noch den zweiten machen. Und dafür steht Trader zu gut. Lenkt noch ein bisschen ab. Und jetzt muss Move gegen zwei fighten. Der macht am Ende nochmal den Kill. Aber das war Post-Mortem. Und auch die AWP kann hier nochmal gesaved werden. Das heißt, es kostet viel Geld für Planet Key, die Waffen nachzukaufen. Aber es ist die siebte Runde. Und die jetzt kommt, ist eine Eco von Oftersheim. Das sieht hier überhaupt nicht gut aus für 1895 Oftersheim. Die hatten es eigentlich so in der Hand, zumindest die erste Map schon mal zu holen. Und jetzt müssen sie auf jeden Fall das 0 zu 2 verhindern. Und das sieht eben nicht gut aus. So, Deep Smoke im Underground. Zwei Leute dabei, aber von Mitte oben läuft schon Deathalter mit der Glock rein, hat den Burst drin. Da nochmal raus, Deathalter mit dem Frag. Dann kommen sie auch unten durchgepusht, aber Pashorty damit zwei mit drei Kills. Starke Aktion von Pashorty gegen das Underground-Play. Ja, hier die Support-Flash gegen Akurz, die läuft jetzt nicht so ganz. An B-Kurz steht ZNX schon wieder sehr offen. Das ist jetzt mal so ein bisschen Support, den uns Trader dafür ZNX zeigt. Und Mika muss es alleine spielen, entscheidet sich in dem Fall dafür, Alang auszuschließen.
Ja, vielleicht mit Timing hinten dran zu sein oder eben direkt von Alang Druck zu machen, wenn die Bombe gelegt wird. Denn gerade in dem Moment gehen Move und Figaro an kurz durch. Von Figaro noch ein paar Granaten geworfen, aber das macht das Timing von Mika nur umso besser. Und der zielt jetzt natürlich hinten hin. Die Bombe sollte zur Bank gelegt werden, wird von Mika verhindert. Absolutes Gold-Timing da von Mika. Und der macht, belohnt sich auch noch mit dem nächsten Kill. 8:1, sehr starke Aktion. Und 18:95 Oftersheim jetzt mit der nächsten Waffenrunde. Ja, was funktioniert bei Oftersheim? Mitte und Alangplay, da kriegen sie meistens ihre Kills. Und dementsprechend könnte Planet Key auch einfach sagen, hey, lass einfach A ein bisschen defensiver stehen. An B läuft es eigentlich sehr gut. Immer wenn es eine B-Aktion von PKD gibt, sei es ein Tower oder was Offensives, wird daraus meistens ein Kill, der nicht mal getradet wird von Oftersheim. Ja, diesmal schicken sie halt einen in Underground mit dem Mitte-Backup. Und Underground wird es dann auch einen Fight geben, aber Simply hat er gesmoked. Die Flash gehört, hat sie nicht gesehen. Aber im Rebang holt er ein paar Shorty noch. Und jetzt sind sie kurz natürlich durch. Guter Move von Move mal wieder. Ah, ich merke gerade, dass ich das Wort Move sehr häufig benutze. Und denn er hat antizipiert, dass sie vielleicht die Smoke nutzen werden. Aber das war vielleicht zu viel mit dem Tower. Move mit dem Doppelkill. Zweimal Überzahlsituation. Und das ist eine schwierige Aufgabe für Mika, das zu verteidigen. Den ersten hat er gemacht. Will dann auch noch gegen den Monstergang zielen, anstatt da noch ein bisschen Zeit übers Wasser rausholen. Und Simply klickt da simpel einfach den Trader noch weg und holt die zweite Runde für Oftersheim. Und ich sehe das Geld von Planet Key Dynamics und denke mir, das sieht nicht gut aus. Ja, da muss man wahrscheinlich schon mal sparen. Spielen auch keinen Force Buy, auch wenn ein paar Shorty hier nur 1400 hat. Er hat nicht mal gekauft, er hat eine P250 gelegt bekommen. Ja, hier der Versuch eines Run Boosts. Und da spielen sie schnell gegen kurz, aber 3-4 Leute im Underground drin. Da gehen sie alle raus, aber ein gutes Prey Control, ein Kill für Trader noch. Aber an sich eine Runde, die mit der Aktion natürlich ziemlich sicher wirkt für den TSV 18:95 Oftersheim. Außer hier kommen jetzt von ZDNX noch mal ein paar Schellen und die fliegen rein. Der Molly, den kann er sogar umlaufen, geht da sogar nach vorne, aber Move zielt da trotz des Molotovs weiter an. Es ist die dritte Runde für Oftersheim. Und Planet Key kann wieder kaufen, auch bei Trader wieder die AWP, aber macht für mich einen deutlich sichereren Eindruck mit der AWP, aber wird an Alang auch nicht jede Runde herausgefordert. Ja, P90 bei Maxe kann man mal machen, ja. Muss man aber nicht. So, wird jetzt mit der P90 vorgeschickt. Irgendwie zielt Dev-Alter überhaupt nicht nach links ab. Und dann gibt es den Monstergang-Go. Und die Flash kam wirklich sahnig. Aber Mika, warum, der Move wirklich alleine vorgelaufen. Der Rest zielt hinten an. ZNX hier von hinten nochmal abgelenkt. Aber irgendwie kriegt er seine Spray-Control nochmal zu sich. Und kriegt am Ende noch den zweiten durch die Smoke. Es ist ein Two-on-Two und beide Spieler kommen von hinten. Simply zielt er jetzt nur mal an. Also im Endeffekt könnte man hier sagen, wir warten, bis er hinten kommt. Trader hat Simply dann geholt und jetzt kann der Kurzspieler natürlich abwarten, bis Trader den nächsten spottet. Hat sich jetzt mit dem Molotov aber schon mal verraten, das könnte die Situation für Defalter werden. Er ist jetzt hier einmal angeschossen worden, bleibt da in der Smoke stehen, holt den ersten, geht da drüber, aber Trader mit der USP macht die letzte 9. Runde für Planet Key Dynamics. An sich ein wirklich guter Hold von den beiden B-Spielern, auch gut direkt der Underground-Spieler mit eingegriffen. Von Oftersheim, aber am Ende hat es halt nicht gereicht. Und Planet Key Dynamics, die, also man muss es ganz klar sagen, nochmal als kleine Nachanalyse. Der Spieler, der über den Underground hinterherkam auf der T-Seite, holt den Spiel, holt Maxe mit der P90 und schafft es dann nicht, ZNX an der M4 zu holen, der danach noch einen zweiten Kill macht. Also tatsächlich ist das so der entscheidende Faktor. Der Flanker von Oftersheim hat hier zu wenig Damage gemacht, um die Runde auf ihre Seite zu ziehen. So, hier noch ein kleiner Teamknife dazu, aber der Entry auf den Spot passt jetzt hier aus dem Wasser. Wird nochmal agiert, paar Shorty hier mit dem nächsten. Den Plant hat er nicht verhindern können, aber er hält den Raum hier unten, kriegt noch mit, dass einer reinfällt. Aber Move mit dem Refrag und er kriegt dadurch eben auch wieder Raum für seine Teammates. Er kann jetzt also vorne stehen, er bleibt im Wasser, gute Gegenflash hier. Dann geht Move allerdings down und jetzt müssen sie es im 1 gegen 2 gegen Trader verteidigen. Und der Smoke kurz hat eine kleine Lücke. Den Gegner da gesehen, schießt allerdings daneben. Ich denke,
Oh, warum geht er da raus? Hat die Schüsse doch gehört? Und dann macht Vader das fast mit der USP! Warum fährt Zahis denn da durch die Smoke, obwohl sie wissen, dass er den Diffuse abgesetzt hat? Die hätten genauso gut mit dem Diffuse nochmal einen Tower bauen können, hinten in der Ecke. Hätte genauso viel Effekt gehabt. Alter, das gibt's doch gar nicht. Aber gut, sie gewinnen die Runde noch, da fragt halt keiner mehr. Und Planet Key spielt nochmal einen Force bei. Entschuldigung. Und spielt den mit 4 Mann B. Aber man muss auch sagen, Oftersheim hat sich auf dem B-Spot jetzt wirklich eingeschossen. Das sind eher die Runden, die sie gerade gewinnen, als wenn sie um den A-Spot fighten, weil sie da irgendwie beim Zugriff auf den Spot nicht das richtige Gefühl haben. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber sie kriegen ihre Entries an der Lang oder in der Mitte. In dem Fall natürlich nicht mehr, weil Planet Key diese Möglichkeit auch nicht mehr bieten will. Und dann, wenn es darum geht, eben auf den Spot zu kommen, also wenn man so Toiletten-Alarmkontrolle hat, das ist der Moment, wo Oftersheim nicht mehr so gut aussieht. Und da funktioniert es an B mit dem Timing-Play ein bisschen besser. Figaro hier, zack, zack, Headshot. Lassen sich sehr viel Zeit, um Richtung Toiletten zu checken. Und Move sieht dann auch, okay, hier war keiner. Versuche noch zu spotten, ob da jemand hin und her springt. Die Bombe noch hinten am Spielplatz, kommt jetzt aber auch gleich Richtung Alarm. An B lösen sie das Vier-Mann-Setup langsam aber sicher aus. Auf, paar Shorty schon längst hochgeschoben. Jetzt schieben auch ZNX und Maxe hinterher. Vom Timing her dürfte das für Planet Key ziemlich gut funktionieren. Ein sehr spätes Verschieben von Simply. Und Trader lenkt da noch ab. Er hat den ersten gemacht. Den zweiten, fast den dritten. Paar Shorty auch noch mit einem Kill. Und der muss jetzt hier gar nicht so viel machen mit den Elfer, aber verteilt dann noch einen Headshot. Und das ist ein Contact-Go gegen den Force-Buy. Anstatt da irgendwie Granaten zu werfen, zumindest mit Flashes vorzugehen, ist Oftersheim in dem Moment halt gar nicht präsent. Lässt sich da komplett vernaschen von den Deagles. 10 zu 4. Und jetzt müssen die natürlich in Force-Buy gehen. Eieiei, was ist hier bitte los? Was ist hier bitte mit Oftersheim los? Ich denke, sie haben das noch nicht wirklich verkraftet, was da auf Train passiert ist. Ja, schneller Kurzmolly. Da muss man jetzt natürlich mit dem Monstergang Go rechnen. Auch mit dem Kurzgo, weil der Kurzmolly ist eher dafür da, um die schnelle Kurzkontrolle zu bekommen. So wie sie es jetzt hier mit 3 Leuten machen. Guter Refrag von Move. Dadurch kommt Figaro nochmal an der M4. Der könnte jetzt natürlich in der Mitte ein bisschen schauen. Schüsse Richtung Alang abgeben. Aber sie, da ist halt aber auch Trader in einer richtig guten Position. Checkt immer wieder nach hinten, ob sie den Underground dann durch sind. Dadurch, dass er keine Alarmkontrolle hat, hatte ich gerade das Gefühl, dass sie ein, zwei Leute hochschicken. Aber hier jetzt den Tower machen. Das ist zu riskant. Was soll das denn bitte? Ja, und mit der Charlie M4 würde ich generell nicht so viel bangen. Ja, aber ZNX. Wir gehen dann doch nach vorne. Oh, da war noch ein Hit dabei. Ich glaube, den hat er gehört. Der bangt ihn echt noch. Ja, Zahis und Mu versuchen jetzt noch verzweifelt auf den B-Spot draufzukommen. Auch die beiden darf Mika dann machen. 11 zu 4 steht's also für Planet Key Dynamics zur Halbzeit. Und das könnte sogar eine ziemlich schnelle Halbzeit werden, wenn Oftersheim die zweite Hälfte nicht gewinnt. Oder die zweite Pistol nicht gewinnt. Klar, wenn sie die zweite Hälfte nicht gewinnt, ist so oder so vorbei. Was erzähle ich hier wieder? Und ja, Pistol eben Pflicht. Ich denke, sie nehmen mich nochmal kurz Zeit. Planet Key ist ready. Oftersheim wartet noch kurz ab. Wahrscheinlich alle nochmal einen Schluck trinken und sagen jetzt, Leute, hier Pistol, die muss es sein. Bitte geben. Danke, danke. So, und es geht auch weiter. So, und Starter Div Games, da musst du Kontakte zu den Teams haben. Denn die können dir dann die IP geben und da rechnest du dann plus 10 auf den Port drauf. Also aus 27.015 machst du 27.025 und dann hast du deine GoTV-IP. So, Figaro. Direkt durchgejoggt, sehr aktive CT-Pistol. Sahai ist in den Toiletten. Checkt jetzt nochmal Richtung Alang. Da wurde Maxe gespottet, macht das auch sehr gut. Und jetzt setzen sie Sahai unter Druck und vielleicht jetzt einfach Maxe trippeln. Da muss der Falter doch jetzt nach hinten abziehen und wird auch da überrascht viel zu spät reagiert.
Sie wissen doch, dass da was an der Lang kommt, anstatt mit nach vorne in die Mitte zu laufen. Aber Sarix macht es gut. Paschotti mit der Bombe verteidigt sich hier exzellent. Da ist es nur noch Move. Und Paschotti will über Alang Richtung A gehen. Kommt da auch raus, weil Move getaggt wird. Und jetzt haben sie ihn halt eingekesselt. Alang braucht eigentlich noch Support. Er kommt da eigentlich hinterher. Aber der Frag fällt nicht. Und Mika hat da gut reagiert. Direkt hinten an Alang mitgekämpft. 12-4. Also die Pistol Round geht noch an PKD. Ja, sah fast schon aus, als wollten sie einen Rundlauf spielen, aber ich denke, das war eher auf Alang-Kontrolle, dann ein bisschen in der Mitte aufbauen, ausgelegt. Am Ende konnten sie das durch die aggressiven Positionen von Oftersheim an der Mitte sogar klären. Ja, und jetzt natürlich Force-Buy für Oftersheim. Andere Möglichkeit bleibt hier nicht. Die HE Mitte rein, Move. Zieht sich zurück. Genauso wie sein Teammate. Und die Alang-Kontrolle ist wieder da. An B, sehr tiefe Kontrolle hier von Figaro. Ich habe den Laufweg jetzt nicht ganz gesehen. Aber ZNX wartet auch wirklich nur darauf, dass da jemand die Treppe hochkommt. Sehr ungewöhnlicher Winkel, für den sich ZNX hier entschieden hat. So, bewegt sich da auch gerade wieder weg. Soweit noch kein bevorstehendes Duell. Deswegen für euch mal kurz das Radar. Schöne Aktion, wie ihr hier seht. Sahes zielt tief rein. Damit wird die Ecke von Move eventuell nicht gecheckt. Auch der Falter fightet da noch mit, aber die Ecke zuerst gecheckt. Sahes hat nicht weit genug reingezielt. Trifft zweimal, aber zwei verschiedene Spieler. Und dann wird Maxi hier gleich überall langkommen. Links die Ecke noch überprüft. Dann das Duell gegen der Falter verloren. Aber es gibt einen Refrag von Trader. Auf dem Spot steht noch Simply hinten am Van. Versucht die CZ hier zu kontrollieren. Das klappt nicht ganz. Mika erfolgreich in die Bombe. Einmal angefaked, weil sie vermuten, dass da jemand von hinten anzielen könnte. Und die 13. Runde für Planet Key Dynamics, die passt. Und jetzt, nach dem verlorenen Force-Buy, muss auch nochmal gespart werden. Ihr seht, dann wird schon die 14. wenn Planet Key jetzt nicht komplett versagt. Was Oftersheim hier machen könnte, wäre nochmal ein Force-Buy spielen. Irgendwie auf dem aufbauen, was Planet Key in der letzten Runde gemacht hat, aber die spielen eine ganz andere Sache. Spielen jetzt hier deutlich B-lastiger, während Oftersheim zweimal in den Underground reingeht. Keine Chance für Move hier, irgendwas zu machen mit der Flash, die er da abbekommen hat. Aber dieses Doppel-Underground-Setup könnte ganz gut funktionieren. Da hat Sahes den ersten gemacht, Sahes mit dem zweiten. Und auch der Falter mit dem Frag gegen den Monstergang, den doppeln sie. ZNX zielt das gut ab. Und er wird gleich noch mit Figaro und Backstabber kommen. So, da verlieren sie dann aber Simply. Und jetzt geht's auf das einmal an den Kragen. Der Follow-up von ZNX gegen Defalter dürfte die Runde in Richtung Planet Key gedrückt haben. Figaro kommt nochmal bei den Monstergang. MAC-10 in der Hand. Und Figaro, erstmal die Smoke auf die Bombe. Paschotti zieht's nicht ab. Figaro, der läuft an ihm vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Wie konnte der an ihm vorbeilaufen? Und Trader schreibt auch nur, what the fuck, was ist gerade passiert? Oh mein Gott. Bitter, bitter. Ich denke, er hat gerade nach rechts die Fässer gecheckt und ist dann nach vorne um die Säule gelaufen. Und in dem Moment geht der Gegner zurück. Eieieiei. Ich verstehe es auch nicht ganz, wie das vom Winkel her nicht gesehen werden konnte. Ich glaube auch nicht, dass es 4-3 ist. Aber ich hab echt keine Ahnung, was da gerade abgelaufen ist. Holy moly. So, der Tower Move, das ist ein richtig widerlicher Tower. Rechts an den Toiletten vorbeigezielt. Normal ist der Winkel natürlich ein bisschen tiefer für die Aave. Boah, starker Shot von ZNX. Wieder er mit seinem Follow-up. Allein dann kurz durchgekommen, aber durchgekommen ist das falsche Wort. Er zieht sich nochmal zurück. Lässt dann Trader hier nochmal reingehen. Aber der geht gegen Figaro down. Natürlich die Frage, zweiter Spieler noch an B gesehen. Da gibt's ZNX einfach nochmal durch. Auch wieder sehr einzeln gespielt, anstatt dass ZNX hier wieder auf seine Teammates wartet. Entsteht durch so eine Aktion wieder ein 3 gegen 3. Und das könnte natürlich die Runde des Figaro werden. So, schon mal einen Kurzspieler gesehen. Und jetzt muss eigentlich rotiert werden. Molotow hier drauf. Guter Positionswechsel von ihm. Versucht nochmal ein bisschen weiter nach hinten zu kommen. Und lässt jetzt seinen Teammate aus dem Window arbeiten. Und Sahes denkt sich, komm, ist egal. Move zielt jetzt mit der AWP an. Ich gehe unten supporten. Die Bombe wird gelegt. Und da geht auch noch Mika down. Und leider nicht der verhinderte Plant. Ich hoffe, sie haben jetzt mitbekommen, dass die Bombe da noch tickt.
Aber sammeln jetzt natürlich erstmal Waffen auf. Aber ich denke schon, jawohl, da ist dann der Defuse. Keine 15. Runde für Planet Key Dynamics. Und das ist dann leider auch von den ersten beiden Planet Key Spielern verdattelt worden. Ich würde sagen, allen voran ZNX, weil Trader geht raus und versucht, das Timing, das ZNX erarbeitet hat, auszunutzen. Und dann denkt sich ZNX, boah, ich gehe jetzt einfach nochmal den Monstergang hinterher. Hört sich gar nicht so dumm an. Aber der Monstergang ist, finde ich, eine Position, die immer wieder gecheckt wird. Gerade wenn es ein 3 gegen 4 ist, können die Ts natürlich noch davor aufbauen und dann nochmal da langkommen. Das heißt, sicher gesagt, dass da keiner mehr abzielt, ist es nicht. Figaro. Erstmal mit dem Molly, der kommt sehr, sehr spät. Straighter Underground-Aufbau von Planet Key Dynamics. Da jetzt hoch, Move zielt da die Kante an. Normal wirft man da noch eine kleine Flash gegen die Laterne. Schöner Flick von Move. Ja, und er zielt jetzt nochmal lieber nach außen. Und da fliegt noch einer rein, aber Pashorty mit einem starken Treffer. Und Pashorty wieder mit dem Follow-Up. Und diese Follow-Ups sind so wichtig auf Overpass, weil die Rotationswege ebenso kurz sind. Der Waffenwechsel von Trader könnte jetzt sogar noch ein paar Sekunden gekostet haben. Mika mit dem Bang gegen Defalter. Nach hinten wurde auch schon abgezielt. Da hat ZNX seinen Frag gemacht. Und Trader beendet es dann sogar, bevor die Bombe gelegt wurde. 15 zu 5. Und der Money Reset für den TSV 1895 Oftersheim bedeutet natürlich, dass sie hier jetzt reinforcen müssen. Aber 10 Matchbälle für PKD, das, denke ich, werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Und es könnte auch schon diese Runde hier werden. Denn klar, equipmenttechnisch sieht das bei Oftersheim sehr, sehr schwarz aus. So, Trader, Contact nach vorne. Auch hier ein guter Call. Man rechnet jetzt nicht unbedingt damit, dass dann Molly dabei ist. Nutzt sein Timing mit der Smoke. Die Teammates können einfach durchlaufen. So, auch Maxi da nicht blind gewesen. Über kurz ziehen jetzt die letzten Spieler noch hinterher. Vielleicht kommt da noch einer über den Monstergang. Sahis hat da anscheinend einen guten Winkel. Defalter ist da durchgekommen. Trader hat das anscheinend nicht gesehen. Defalter noch mit dem Kill. Trader jetzt erst wieder mit der Sicht auf den Gegner. Und bevor die Bombe hier gelegt wird, müssen sie nochmal mit Granaten gegenarbeiten. So, und beim Plant, ich würde jetzt einmal anfaken, die Smoke abzielen. Keine gute Position von Trader. Er muss eigentlich noch Richtung Alarm gucken. Die Bombe ist durch. Und dann im richtigen Moment den Monstergang noch gesehen, ZNX geht auf die CZ, natürlich die Situation für die CZ überhaupt, den Spieler oben gesehen, der droppt nicht unten ins Wasser, dann fällt er, und jetzt hier der No-Scope, der passt, und dann das 16 zu 5, und ich muss mich korrigieren, es war nicht mal ein No-Scope, es war sogar noch gezoomt, damit er sicher drauf ist und die 16. Runde für sein Team holt, ganz, ganz starke Partie von ZNX und Trade, aber auch ein paar Shorty immer wieder mit Entries zur Stelle gewesen. Und am Ende ein 2 zu 0 für Planet Key Dynamics. Am Ende die zweite Map sehr viel deutlicher als auf Train. Aber da muss man einfach sagen, da hat Oftersheim es ordentlich verdaddelt. Da müssen sie sich nochmal die GoTV-Demo ganz genau anschauen. So, wir schauen ganz schnell, wie es mit dem anderen Match aussieht. Liga. Dann 2-1 müsste das jetzt sein. Wise Wizards gegen Playing Ducks. Startet in 19 Minuten. Ich würde sagen, das passt perfekt. Dann machen wir nochmal 10 Minuten Pause. Ihr könnt da schon mal euren Coin setzen. Wer wird's machen? Die Wise Wizards oder die Playing Ducks? Wir machen eine kurze Pause und dann bin ich gleich wieder für euch da mit der nächsten Partie.